Resin 3D-Druck wird immer beliebter. Das merke ich daran, dass ich von euch immer öfter per E-Mail, im Discord oder aber auch in den Kommentaren zu meinen Videos Fragen gestellt bekomme. Und genau aus diesem Grund werden wir heute einige dieser Fragen beantworten und uns mal die Do's und Don'ts im Resin 3D-Druck anschauen. Und damit herzlich willkommen, ich bin die Maggie von Mekorama.de. Gleich vorweg möchte ich sagen, dass dieser Guide oder diese Aufzählung entsprechend nicht vollständig ist. Das heißt also, falls ihr noch irgendwelche Ergänzungen habt, packt diese bitte höflich unten in die Kommentare und dann können wir das Ganze auch als eine Art Nachschlagewerk haben. Und wenn ihr interessiert seid, entsprechend anderen Leuten beim Resin 3D-Druck oder generell beim 3D-Druck zu helfen, findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link zu unserem Discord. Da würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr dort ein bisschen unterstützt. Und natürlich auch, wenn ihr Fragen habt, seid ihr natürlich auch sehr willkommen. Vor mir stehen jetzt hier zwei Figuren von Loot Studios. Ihr seht, das ist einmal die gleiche Figur, nur einmal in 32mm und einmal 75mm. Und die sind schon recht detailliert. Die habe ich hier auf dem Frozen Sonic Mini 8KS gedruckt. Und ich muss sagen, ich bin bis jetzt mit den Ergebnissen ganz zufrieden. Aber es soll in diesem Video nicht um den Sonic 8K Mini S gehen. Das ist nochmal ein separates Video. Das kommt auch demnächst. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. Sondern es soll darum gehen, wie man dann entsprechend von der Datei über den Drucker bis zum fertigen Objekt entsprechend denn seine Figur erhält und wie man die drucken kann und was man dabei beachten muss. Und die erste Frage, die ich oftmals gestellt bekomme, ist, muss ich denn den Drucker unbedingt irgendwo hinstellen, wo es denn gut durchlüftet ist, oder kann ich den auch bei mir ins Schlafzimmer stellen, oder ich habe nur ein Einzimmer-Apartment, kann ich den auch ins Wohnzimmer stellen? Grundsätzlich, ja. Könnt ihr, aber, und jetzt kommt das dicke Aber, würde ich persönlich nicht machen, weil erstens ist es zum Teil eine Sauerei, mit den Druckern zu arbeiten, also wenn ihr nicht unbedingt so einen sauberen Workflow habt, wie ich ihn bis jetzt habe, selbst dann kann nochmal der ein oder andere Tropfen irgendwo auf dem Boden landen. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, schaut mal in die Videobeschreibung oder oben in die Ecke, da packe ich euch den Link dazu hin. Denn so ein Resin ist halt von der Handhabung nochmal was anderes als zum Beispiel mal FDM-Druck. Beim FDM-Druck können zum Beispiel mal ein paar Splitter durch die Gegend fliegen oder ein paar Support-Splitter entsprechend durch die Gegend fliegen. Das ist nicht so tragisch, die kann man mit bloßen Händen anpacken. Alles, was beim Resin 3D-Druck wegfliegt und irgendwo landet, sollte man dann entsprechend auch gleich und zügig wegräumen, richtig ordentlich sauber machen. Denn das Resin ist natürlich nicht gut für die Haut und natürlich nicht gut fürs Immunsystem. Deswegen zieht man als erstes immer ein paar Handschuhe an. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich mich gerne nochmal bei unserem heutigen Sponsor PCBWay bedanken. Auf PCBWay.com könnt ihr nicht nur kostengünstig Halbleiterplatinen herstellen lassen, inzwischen gibt es dort auch weitere Services wie zum Beispiel mal CNC-Fräse, Blechbearbeitung, Spritzguss oder aber auch 3D-Druck. Und in Zusammenarbeit mit PCBWay habe ich mir einen Toolhead für meinen nächsten Voron Zero herstellen lassen. Das Ganze aus Nylon im 3D-Druckverfahren und auch noch zweifarbig. Und ich muss sagen, die Teile haben erstens perfekt gepasst und sind super rausgekommen. Ich freue mich, das Teil jetzt demnächst verbauen zu können. Und wenn ihr jetzt auch Blut geleckt habt, könnt ihr mit dem Code MOR-PCBWay, ich blende ihn hier unten nochmal ein, $10 auf eure nächste Bestellung entsprechend Rabatt kassieren. Und in diesem Sinne geht es weiter im Video. Und da ist auch gleich schon der erste Tipp von mir entsprechend nochmal. Wenn ihr euch Handschuhe kauft, dann Nitrilhandschuhe. Vinylhandschuhe würden auch noch gehen, aber die sind ein bisschen, glaube ich, schwerer zu bekommen als die Nitrilhandschuhe. Das ist somit der Standard momentan. Latexhandschuhe würde ich nicht mehr benutzen. Ganz einfach deswegen, weil Latexhandschuhe so ein Pulver benötigen und das kann halt Allergien auslösen oder kann auch entsprechend auf der Haut getragenen Allergien auslösen und natürlich auch Verunreinigungen im Druck verursachen. Und die Nitrilhandschuhe benötigen das nicht. Die sind wesentlich dünner und feiner entsprechend. Das heißt, man hat ein besseres Gefühl. Ihr könnt euch natürlich auch dickere Vinylhandschuhe holen oder dickere Nitrilhandschuhe holen, sofern ihr welche findet. Das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, aber am gebräuchlichsten sind einfach die Einweg-Nitrilhandschuhe und davon braucht ihr reichlich. Und nochmal zurück zum Thema, ob ihr das Ding ins Schlafzimmer oder ins Wohnzimmer stellen sollt. Allein schon der Geruch, der teilweise entsteht, wie jetzt hier beim Frozen Sonic Mini 8KS, da ist kein Aktivkohlefilter mit dabei oder kein sonstiger Luftfilter mit dabei. Das würde ich jetzt nicht unbedingt ins Wohnzimmer oder ins Schlafzimmer stellen. Das ist natürlich auch nicht gut für die Atemwege, deswegen, naja, nicht unbedingt irgendwo in einem Raum, wo ihr jetzt wirklich jeden Tag, den ganzen Tag dann oder den ganzen Abend entsprechend abhängt, beziehungsweise in der Nacht dann entsprechend schlaft. Das ist nicht wirklich gut für die Atemwege und das solltet ihr auf jeden Fall meiden.
in den Keller packen würde ich das Teil auch nicht. Ganz einfach deswegen, weil es im Keller meistens so ist, dass der Raum nicht beheizt ist. Das heißt also, ihr müsstet dort nochmal irgendwie eine Heizung einbauen, denn das Resin benötigt eine gewisse Temperatur, damit es ordentlich drucken kann. Es gibt mittlerweile sogar Drucker, die ein beheiztes Heizbett, also ein beheiztes Resinbett unten haben, damit das Resin, was da drin ist, auch eine ordentliche Betriebstemperatur hat. Ähnlich wie die beheizte Kammer von den FDM-Druckern, vom Voron oder vom Prusa entsprechend. Und so ist es hier dann entsprechend auch, dass das Resin natürlich auch eine gewisse Temperatur braucht, damit es ordentlich drucken kann. Und dementsprechend ist der Keller auch eher suboptimal. Ich habe bei mir auch schon mal überlegt, ob ich die Drucker unten in den Keller stelle, aber da ist es einfach viel zu kalt und das macht keinen Sinn. Gerade im Winter ist es dann schon echt schwer, mit den Dingern dort zu drucken. Deswegen lasse ich das erstmal außen vor. Jetzt haben wir hier eben schon mal über die Handschuhe. Ich nehme mal hier so ein paar raus und ziehe die mal an, weil ich möchte gleich hier nochmal die Haube hochheben. Und die Haube hier ist leider Gottes, weil ich am Anfang ein bisschen schlampig war, ein bisschen dreckig geworden. Und ich mag das nicht mit bloßen Händen anpacken. Und da gibt es ein bisschen was zu beachten. Denn wenn ihr jetzt zum Beispiel mal, Handschuhe an. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mal damit eine Figur vom Druckbett runter macht, oder aber auch ins Isopropanolbad geht oder sonst irgendwie das Ganze reinigt und das Ganze in der Hand habt und dann sauber macht und schön vorbereitet, damit ihr das Ganze in die Trockenstation packen könnt, dann sind natürlich Reste hier auf den Handschuhen drauf. Und diese Reste sollen natürlich nicht in die Umwelt gelangen. Das bedeutet, die Handschuhe wandern erstmal nicht so direkt so ausziehen und ab in den Müll damit. Nein, sondern die Handschuhe, ich nehme mal die Haube hier ab, stell die mal darüber. Die Handschuhe wandern hier komplett mit dem ganzen Rest auf die Trockenstation. Na, Deckel wieder drauf. Und dann wird das Ding angeschmissen und nochmal entsprechend 10 bis 20 Minuten aushärten lassen. Vielleicht sogar noch ein bisschen länger, je nachdem, ob das Zeug noch flüssig ist oder nicht. Und dann habt ihr eure Reste, die ihr dort verarbeitet habt, also auch die Küchenrolle oder was weiß ich, was ihr alles benutzt. Auch zum Beispiel, was ich gerne mache, ist das komplette Druckbett mit reinlegen. Hier gerade beim Drucker entsprechend das einmal mit reinlegen, sofern es dann in die Washing Station mit reinpasst. Oder aber auch die ganzen Spachteln und Pinsel entsprechend, die ich habe, alles mit reinlegen, austrocknen lassen und gut ist. Nur so kriegt ihr dann auch entsprechend das ganze Resin, was noch da drauf ist, entsprechend ausgehärtet, damit es dann, wenn es in den Müll gerät, später nicht in der Umwelt irgendwelche Verschmutzungen verursacht, sondern es soll so sein, dass ihr es eigentlich mit bloßen Händen anpacken könnt, ohne euch damit dann entsprechend dreckig und klebrig zu fühlen. Das macht ihr nicht einfach so auf Spaß und Jux und Dollerei, sondern das macht ihr, damit die Flüssigkeiten nicht in den Boden und damit vielleicht sogar ins Grundwasser gelangen, auch wenn sie vielleicht auf der Mülldeponie nicht direkt ins Grundwasser gelangen. Aber man sollte es nicht einfach so in den Müll schmeißen. Was ich auch regelmäßig gerne mache, einfach um mein Werkzeug sauber zu halten, auch zum Beispiel mal den Metalltrichter, den ich da hinten habe, wo ich das Resin wieder zurück in die Dosen entsprechend reinkippe, ist den einfach komplett in einem Aufwasch entsprechend in die Washing Station zu geben, damit er am Schluss mit Isopropanol komplett einmal durchgereinigt ist. Und wenn wir schon mal gerade beim Thema Isopropanol sind, was man nicht macht, ist das Isopropanol mit einem Gefäß irgendwie in der Richtung auf den Balkon stellen, das den Alkohol verdunsten lassen, damit nur der Rest übrig bleibt, um dann entsprechend den Rest aushärten zu lassen. Nein, das macht man nicht. Mittlerweile ist man so weit, dass man sagt, okay, man filtert das Ganze durch irgendeinen Trichter oder durch einen Filter entsprechend nochmal das Isopropanol raus. Dann kann man das Isopropanol noch ein paar Mal weiterverwenden und somit dann dafür sorgen, dass das erstens und hat damit erstens den Effekt, dass man auf jeden Fall Geld spart, weil man nicht immer wieder neues Isopropanol kaufen muss. Und zum anderen natürlich auch den Effekt, dass man das, was man rausfiltert, direkt in der Sonne entsprechend trocknen kann oder auch in der Curing Station, wenn sie groß genug ist. Und dann das Ganze natürlich ganz normal im Müll entsorgen kann, wenn es ausgehärtet ist. Und man braucht nicht so viel und man tut sich selbst, seinem Geldbeutel und Mutter Natur damit natürlich damit was Gutes. Last but not least habe ich noch einen Tipp für euch, und zwar wurde ich schon öfters gefragt, woher denn diese weißen Schleier auf den Figuren kommen. Also bei mir seht ihr jetzt hier gerade keine, weil ich bei der Figur genau das gemacht habe, was ich euch jetzt gerade rate. Nämlich, wenn ihr das Ganze im Isopropanolbad gebadet habt, müsst ihr das Ganze auch nochmal irgendwie mit so einem,
naja, ich sag mal, vom Kamerabedarf, vom Fotobedarf entsprechend mit so einem Blasebalg oder es gibt so kleine Gebläse entsprechend, mit denen ihr das Ganze nochmal trockenblasen könnt. Das Isopropanol ist ja auch recht schnell verflogen, damit ihr hier keine Isopropanolreste oder aber auch irgendwelche Resinreste drauf habt. Dann habt ihr nämlich, wenn ihr Resinreste drauf habt, nochmal in der gleichen Farbe eine glänzende Oberfläche, die ein bisschen klebrig vielleicht noch sein kann nach der Trocknung. Oder ihr habt am Schluss einen weißen Schleier drauf, weil das Isopropanol in UV-Licht natürlich anfängt zu flocken. Und damit ihr das nicht habt, müsst ihr das ordentlich trocknen und ordentlich schön sauber blasen und abtupfen. Aber seid bitte vorsichtig, wenn ihr mit Küchenrolle dran geht oder so in Richtung. Erstens wieder trocknen danach, ja, also dass ihr das Ganze nochmal an die Aushärtungsstation gibt. Und natürlich kann es sein, dass gerade an scharfen Kanten nochmal ein bisschen was hängen bleibt. Dann habt ihr nämlich am Ende hier auf dem Druckobjekt so einen schicken kleinen Flusenteppich mit lauter kleinen Fusseln drauf. Und das wollt ihr natürlich auch nicht haben. Und in diesem Sinne sind wir schon am Ende des Videos angekommen. Wenn es euch weitergeholfen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr der Makeorama Family beitreten wollt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Vielen lieben Dank auch an meinen Sponsor PCBWay und natürlich auch an meine Patreonen, die mich mittlerweile sehr zahlreich unterstützen. Und in diesem Sinne, hodl the line, happy printing und ciao.